Unter der Meeresoberfläche bewegt sich lautlos eines der erstaunlichsten und unverwechselbarsten Geschöpfe der Natur. Der Bogenstirn-Hammerhai. Viele Menschen haben Furcht vor ihm. Sie glauben, alle Haie wären aggressive Killermaschinen. In Wahrheit sind es wir Menschen, die für die Haie eine weit größere Gefahr darstellen als sie für uns. Der Appetit der Menschheit auf Haifischflossen bringt diese Tiere an den Rand der Ausrottung. Jedes Jahr werden über 100 Millionen Haie getötet, um die Nachfrage danach zu befriedigen. Die Meeresbiologin Sandra Besudo und ihr Team möchten die Haie vor dem Aussterben bewahren. Ein äußerst ehrgeiziges, oft auch gefährliches Unterfangen. Aber ihnen bleibt nichts anderes übrig. Den Hammerhaien läuft die Zeit davon. Die kolumbianische Hai-Expertin Sandra Besudo kämpft schon seit 20 Jahren dafür, die Insel Malpelo mit seinen umliegenden Gewässern unter Schutz zu stellen. Zu diesem Zweck gründete sie 1999 die Malpelo Foundation mit dem Ziel, den Erhalt dieses außergewöhnlichen Meeresschutzgebietes zu gewährleisten. 2006 wurde Malpelo von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt. Das Schutzgebiet ist die größte Zone im östlichen tropischen Pazifik, in der nicht gefischt werden darf. Hier finden die Hammerhaie den Schutz, den sie dringend benötigen. Da ist sie. Als ich 1989 zum ersten Mal nach Malpelo kam, war ich von der lokalen Tierwelt begeistert. Es gab große Hammerhai-Populationen, Makrelen, Schnapper, Adlerrochen, Muränen. Wirklich unglaublich. Ich habe mich sofort in Malpelo verliebt. Ich beschloss, mein Leben dem Schutz dieser Insel zu widmen. Dazu musste ich jedoch die kolumbianische Regierung von meinem Anliegen überzeugen. Mit dem Boot braucht man 2 Tage, um die abgelegene Insel zu erreichen. Das Eiland liegt etwa 300 Seemeilen vor der kolumbianischen Küste. Der Name des zerklüfteten, nahezu kahlen Meeresfelsens geht auf das lateinische Wort Malveolus zurück, was unwirtlich, ungastlich bedeutet. Malpelos Hauptattraktion befindet sich unter der Wasseroberfläche, die außergewöhnlich reiche und vielfältige Meeresfauna. Die fantastischen Kreaturen, die hier leben, sind jedoch in großer Gefahr. Der illegale Fischfang bedroht ihr Überleben. Jahrelang haben, trotz Verbot, kolumbianische und ausländische Schiffe in den Gewässern von Malpelo gefischt und dadurch die Haipopulation extrem reduziert. Angesichts der dramatischen Entwicklung sah sich Kolumbien gezwungen, etwas zu unternehmen. Man entschied sich, das Meeresschutzgebiet von Malpelo auf einen Umkreis von 25 Seemeilen zu erweitern. Ein großartiger Erfolg für Sandra Besudo und ihre Mitarbeiter. Aber die Fischer der Gegend von dieser Schutzmaßnahme zu überzeugen, ist ein andauernder Kampf. Trotz des Verbots geht der illegale Fischfang weiter. Sandra Besudo muss ständige Kontrollfahrten durchführen. Heute beginnt ein neues Kapitel ihrer Forschungsarbeit. Peter Klemley von der University of California führt gemeinsam mit Besudo eine internationale Zählung der Haipopulation durch. Mit an Bord sind Alex Hearn von der Charles Darwin Forschungsstation der Galapagos-Inseln sowie Isaac Chinchilla von der Kokosinsel vor Costa Rica. German Soler, der Assistent von Sandra Besudo, ist ebenfalls dabei. Und Yves Lefebvre, ihr Lebenspartner. Das Schutzgebiet ist wunderschön. Ein
einfach herrlich. Was hast du für heute Morgen geplant, wenn wir auf der Insel ankommen? Sobald wir da sind, werde ich mich bei dem Wachtposten melden. Danach möchte ich mit Isaac und Alex einen Tauchgang unternehmen und ihnen die Hammerhaie zeigen. Malpelo ist unbewohnt, bis auf ein paar Soldaten, die ungebetene Eindringlinge fernhalten sollen. Die Bedingungen auf der Insel sind hart. Es gibt keinen Hafen und die einzige Süßwasserquelle ist der Regen. Sehr gut, danke. Wir befinden uns auf einer Forschungsexkursion. Alles klar, die Wetterbedingungen sind ausgezeichnet. Vielen Dank, over. Ob Sandra Bessudo auf Malpelo, Hearn auf den Galapagos-Inseln oder Chinchilla auf der Kokosinsel, sie alle stehen vor der gleichen Aufgabe. Sie müssen die Haie schützen. Die Tiere sind zur bevorzugten Beute von Fischern geworden, die sich davon lukrative Einnahmen versprechen. Haifischflossen gelten als Delikatesse, man kann damit viel Geld verdienen. In Asien schätzt man sie als Suppenbeigabe, sie sind dort ein Statussymbol. Ein Pfund Flossen kann bis zu 240 Euro einbringen. Die Interessen der Fischfangindustrie zu bekämpfen, ist nicht nur ein mutiges, sondern auch ein gefährliches Unterfangen für die Meeresbiologen. Weiter nördlich, in den Gewässern des französischen Atolls Clipperton, sind inzwischen große Haipopulationen vollständig ausgelöscht worden, weil es an Schutzmaßnahmen fehlte. Kolumbien, Ecuador, Costa Rica und Panama wollen nicht denselben Fehler begehen. Die Länder haben sich zusammengeschlossen, um einen geschützten Meereskorridor einzurichten. 1996 wurde ein Gesetz erlassen, das das Fischen innerhalb einer 6-Meilen-Zone im Umkreis von Malpelo verbietet. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass dieses Schutzgebiet nicht ausreichte, wurde es im Jahr 2005 auf einen Umkreis von 25 Meilen erweitert. Das verärgerte die Fischer. Sie möchten, dass die Erweiterung zurückgenommen wird und setzen die Malpelo Foundation unter Druck. Deshalb muss Sandra Bessudo konkrete Beweise für Wanderbewegungen von Haien in diesem Gebiet vorlegen. Sie hofft, mit ihrer Untersuchung belegen zu können, dass die Haie weit über die 6-Meilen-Schutzzone hinausschwimmen. Außerdem bewegen sie sich innerhalb spezieller Meereskorridore, die Malpelo mit den Galapagos-Inseln und der Kokosinsel verbinden. Die Forschungsexpedition verwendet zur Sammlung der Daten modernste Technologien. Die Ergebnisse müssen die umfassenden Schutzmaßnahmen rechtfertigen. Sollte sich diese Art der Forschungsarbeit als effektiv erweisen, werden ähnliche Untersuchungen auch auf den Galapagos-Inseln und der Kokosinsel durchgeführt. Wie war dein Tauchgang? Toll! Große Hammerhai-Populationen, wie auf der Kokosinsel. Was meinst du, Alex, verglichen mit den Galapagos-Inseln? Die Situation hier ähnelt dem Norden der Galapagos-Inseln. Die gleichen Charakteristika. Wir fechten auf der Kokosinsel denselben Kampf wie Sandra hier. Wir wollen das Fischen in einem Umkreis von 6 Meilen um die Insel verbieten. Wie Sandra müssen wir den Fischern Beweise liefern, dass die Haie sich weit über die bisherige Schutzzone hinaus bewegen. Das versuchen wir ja mit dieser Expedition zu erreichen. Ich freue mich, mit meinen Kollegen an einer so wichtigen Untersuchung teilnehmen zu können. Für uns ist das eine
eine einzigartige Möglichkeit, gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten. Auch auf den Galapagos-Inseln gibt es Überfischung. Dort müssen wir das Gleiche tun wie in Malpelo. Wir müssen die Schutzzonen erweitern. Es wäre toll, wenn ich auch auf die Galapagos-Inseln und die Kokosinsel kommen könnte. Natürlich, wir tauchen dann wieder zusammen. Für Sandra und ihr Team steht eine Menge auf dem Spiel. Ihre Forschungsarbeit ist für den gesamten Meereskorridor von großer Bedeutung. Erweiterte Schutzgebiete um Malpelo, die Galapagos-Inseln und die Kokosinsel würden entscheidend dazu beitragen, die Bogenstirnhammerhaie zu bewahren. Die erste Aufgabe der Forscher wird sein, die Bogenstirnhammerhaie mit Messsensoren auszustatten. Durch die kleinen Sender können die Haie ständig beobachtet und es können Informationen über ihren Tagesablauf zusammengestellt werden. This is 90 degrees, you're at 45 degrees. Okay, that's good. Das ist ein kombiniertes Mess- und Sendegerät, das von alleine wieder an die Oberfläche schwimmt. Es besitzt verschiedene Sensoren, die das Licht, die Tiefe und die Temperatur messen. Zudem verfügt es über einen Speicher, der die Messdaten sammelt. Nach einer vorher eingestellten Zeit, die zwischen 6 und 9 Monaten liegen kann, löst sich das Gerät vom Hai und steigt an die Wasseroberfläche. Von dort werden die gesammelten Informationen an einen Satelliten übermittelt. Das ist ein kodierter Ultraschallsender. Er hat ebenfalls einen Tiefensensor und einen kleinen Temperatursensor. Die gesammelten Messwerte werden ohne Unterbrechung mit Hilfe von Ultraschallsignalen gesendet. Dieses Gerät kommuniziert nicht mit einem Satelliten, sondern mit einem unter Wasser platzierten Empfänger. Während der Hai schwimmt, werden die Informationen über die Tiefe und die Temperatur des Wassers direkt an diesen Unterwasserempfänger gesendet. Es ist früh am Morgen. Das Tauchteam bereitet sich auf seinen ersten Einsatz vor. Du gehst in Position und zielst. Hammerhaie sind sehr scheue Tiere. Es ist keine leichte Aufgabe, sie mit Sendern zu versehen. Experten sind der Ansicht, dass es nicht stimmt, dass Hammerhaie zur Kategorie der Menschenfresserhaie gehören. Tatsächlich sind Angriffe auf Menschen äußerst selten, wie im Übrigen bei fast allen Haien. Wenn es dazu kommt, verhalten sie sich ihrer Natur nach zuerst defensiv. Mit Sauerstoffflaschen zu tauchen wäre fehl am Platz. Schon das Geräusch der Luftbläschen würde ausreichen, die Hammerhaie zu verscheuchen. Deshalb haben sich Sandra Besudo und ihre Mitarbeiter einen der erfahrensten Freitaucher der Welt zu Hilfe geholt, Frédéric Bouy. Der belgische Taucher übt diesen Sport bereits seit seinem 10. Lebensjahr aus. 1995 stellte er seinen ersten Weltrekord auf. Von da an machte er das sogenannte Apnoe-Tauchen zum Beruf. Bouy taucht ohne Hilfsmittel auf Tiefen über 60 Meter hinab. Des Weiteren ist er in der Lage, mit einem einzigen Atemzug bis zu 7 Minuten unter Wasser zu bleiben. Nur wenige Freitaucher besitzen eine derart große Erfahrung wie Bouy. Aber ein Tauchgang mit dem Ziel, Haie mit Sendern auszustatten, das stellt selbst für jemanden mit seinen Fähigkeiten eine echte Herausforderung dar. Bouy muss äußerst präzise und vorsichtig vorgehen. Er muss sich dem Hai bis auf 2 Meter nähern, bevor er ihn anvisieren kann. Bouy muss den Sender genau an der Basis der Rückenflosse platzieren. Kein leichtes Unterfangen. Bouys Waffe ist eine Harpune mit einem 5,5 cm langen Pfeil. Der Taucher muss sich so unauffällig wie möglich auf die Hammerhaie zubewegen. Bouy schafft es, sich den Tieren zu nähern, ohne sie aufzuschrecken. Sobald Bouy in Position ist, visiert er sein Ziel an und schießt. Getroffen. Der erste Hai wurde mit einem Sender versehen. Erster Hai bestätigt. Ein Weibchen, 2 Meter lang. Gut, klasse. Drüben in der Werra, richtig?
Ja, Nummer 4. Okay. Der Bogenstirnhammerhai gehört zu den wenigen Haiarten, die große Populationen gründen. Tagsüber bewegen sich die Tiere in Gruppen von mehreren hundert Exemplaren. Nachts gehen sie wie andere Haie allein auf Jagd. Es gibt mehrere Theorien darüber, warum sie in großen Populationen erscheinen. Die meisten Experten vermuten, sie tun es deshalb, weil sie gerne in Gesellschaft sind. Wir haben Sender Nummer 2 abgeschossen. Perfekt. Sender Nummer 5 ist ein Weibchen. Ja, bestätige. Ein Weibchen. 2,5 Meter lang. Sender Nummer 6. Okay. Verstanden. Vielen Dank. Die Hammerhaie schwimmen in Gruppen und das macht sie zu einer leichten Beute für Fischer. Bui gelingt es aber so, in kurzer Zeit gleich mehrere Haie mit Sendern auszustatten. Jeder Sender besitzt eine Identifikationsnummer. Das Forscherteam notiert Größe und Geschlecht des Hammerhais, dazu den Zeitpunkt des Auffindens und in welcher Tiefe das Tier schwamm. Später werden die Wissenschaftler die Daten in einen Computer eingeben. Die Mission war erfolgreich. Bui kann zurück an die Wasseroberfläche und endlich wieder kräftig durchschnaufen. Großartig, vielen Dank. Das war toll. Diesem Hai scheint der ganze Rummel egal zu sein. Ruhig schwimmt er davon mit dem wichtigen Mess- und Sendegerät unter seiner Rückenflosse. Ein erfolgreicher Tag. 22 Haie konnten mit Sendern ausgestattet werden, auch wenn sich bisher noch keiner zeigte. Ein gutes Zeichen, denn es könnte bestätigen, dass die Haie sich bei Einbruch der Nacht aus der 6-Meilen-Zone herausbewegen, um Tintenfische zu jagen. Sandra? Ja, Hermann? Was passiert morgen? Das organisiere ich gerade. Also morgen am 4. März werden wir überall im Umkreis von Malpelo Unterwasserempfänger installieren. Und zwar hier, hier, hier und den letzten am Riff. Damit haben wir die ganze Zone abgedeckt. Einverstanden? Heute möchte Sandra Bessudo mit ihren Kollegen 4 Detektoren um die Insel herum installieren. Bis jetzt hält das Wetter, aber für den Nachmittag ist auffrischender Wind angesagt. Sandra Bessudo kümmert sich nun schon seit 20 Jahren um den Schutz der Tierwelt von Malpelo. Mit der neuen Technologie wird es ihr zum ersten Mal möglich sein, das Verhalten und die Bewegungsmuster der Hammerhaie sowohl visuell als auch akustisch zu verfolgen. Die Forschungsarbeit könnte nicht nur für Malpelo einen Wendepunkt bezüglich Naturschutz bedeuten, es hätte Auswirkungen auf die ganze Region des Pazifischen Ozeans. Sollte die Untersuchungsmethode vielversprechende Resultate erbringen, werden auch die anderen Inseln der Region sie übernehmen. Falls die Wissenschaftler ein Wanderverhalten der Haie durch den Meereskorridor nachweisen, wird das schlagkräftige Argumente für die Erweiterung der Schutzzonen liefern. Und das nicht nur um Malpelo, sondern auch um die Galapagos-Inseln und die Kokosinsel. Die Detektoren zu platzieren, ist für Sandra Bessudo und das Tauchteam ein schwieriges Unterfangen. Eigentlich ist es etwas zu tief, aber wir tauchen trotzdem. Die Temperatur am Boden ist unter 14 Grad, der Bereich liegt unter der Thermokline. Sandra Bessudo ist eine erfahrene Taucherin. Sie ist fest entschlossen, Malpelos Gewässer zu schützen. Schon unzählige Male ist sie unter schwierigen und gefährlichen Bedingungen getaucht. Die Strömungen in diesem Gebiet sind tückisch. Bereits der kleinste Fehler kann zu einer Katastrophe führen. Die 4 Detektoren sind nun um die Insel herum platziert. Am Abend gibt das Team die Daten der mit Sendern versehenen Haie in den Computer ein. Alle warten gespannt auf die nächste akustische Abtastung.
Am darauffolgenden Tag plant Sandra Besudos Team, die bekannten Hai-Routen abzufahren und dabei vielleicht einen Hai mit Sender aufzuspüren. Alex, willst du hier das Hydrophon ins Wasser halten? 132 und 136. Die elektronischen Minisender senden ständig Signale an die unter Wasser platzierten Funkempfänger. 59. GPS-Position 59 Minuten 48 Sekunden. Diesen Hai Nummer 170 haben wir am Riff mit dem Sender versehen, an der Ostküste der Insel. Das ist sehr interessant. Das bedeutet, dass er sich Richtung Süden bewegt hat. Ist das die Stelle, an der wir ihm den Sender verpasst haben? Nein. Ein Stück weiter. Alles klar. Hört mal. Nummer? Nummer 5. Das ist 171. Schaut, da ist er, an der Wasseroberfläche. Peter Klimley folgt weiterhin den mit Sendern versehenen Haien. Inzwischen nutzt Sandra Besudo die Gelegenheit, um mit Yves Lefebvre vor der Felsküste im Süden der Insel zu tauchen. Sie will kontrollieren, ob sich dort noch immer eine große Population von Seidenhaien aufhält. Seidenhaie heißen so, weil ihre Haut glatt und weich wie Seide ist. Auch sie werden wegen ihrer Flossen gejagt. Wie die Hammerhaie spielen sie eine Schlüsselrolle im Ökosystem dieser Region. Die großen Raubfische stehen an der Spitze der Nahrungskette. Wenn man sie tötet, werden sich die Tintenfische, die ihre Hauptnahrungsquelle sind, drastisch vermehren. Was wiederum bedeutet, dass sie die Larven und Jungfische auffressen, wodurch letzten Endes der gesamte Fischfang in Gefahr gerät. Viele Fischer wollen diese Tatsache nicht wahrhaben. Ihnen geht es in erster Linie um die lukrativen Einnahmen, die jeder getötete Hai einbringt. Sandra Besudo und Lefebvre tauchen tiefer, auf der Suche nach einer Fischart, die nur in Malpelo vorkommt, der Rotlippen-Fledermausfisch. Zeit, wieder aufzutauchen. Während die beiden in Richtung Landungssteg schwimmen, werden sie von mehreren Hammerhaien begleitet. Ein prächtiges Exemplar eines Weibchens schwimmt dicht an ihnen vorbei. Auf dem Körper sieht man die Spuren seiner letzten Paarung. Bei Haien kann Liebe eine recht gewaltsame Angelegenheit sein. Als der Rotlippen-Fledermausfisch sich zu bewegen begann, konnte ich deutlich seine Bauchflosse sehen. Sie sah aus wie ein kleiner Fuß. Die nutzt er, um sich am Meeresgrund zu stabilisieren. Er hatte zwei dort und zwei vorne. Ich habe es genau gesehen. Ein ausgeprägtes Adaptionsverhalten. Hast du seinen Fangfaden gesehen? Das Weiße? Ja, er fährt ihn immer wieder kurz aus und macht dabei ein Geräusch. Dann bewegt er sich langsam nach vorne. Ich glaube, um kleine Schalentiere zu fressen. Ich habe nicht sehen können, was genau sie fressen. Ist dir aufgefallen, dass wir beim Auftauchen durch eine Putzstation geschwommen sind? Da waren jede Menge Borstenzähner, die andere Fischarten putzten. Hier in Malpelo findet man drei Fischarten, die das tun. Ich will sagen, drei Spezies, die Parasiten.
Die Borstenzähner, die Engelfische und die jungen Lippfische. Manchmal stößt man auch auf Stachelmakrelen, die sich an den Felsen reiben, um Parasiten loszuwerden. Sieht niedlich aus, wenn sie ihren Körper an den Steinen schrubben. Auch diese Mission war erfolgreich. 24 Haie bekamen Messsender und die 4 Malpelo platzierten Empfänger sind betriebsbereit. Jetzt können Sandra Besudo und die anderen Forscher nach Buenaventura zurückkehren. Vor den Wissenschaftlern liegt eine noch größere Herausforderung. Sie müssen den illegalen Fischfang definitiv stoppen, um die Haipopulation zu bewahren. Fantastisch. Wir haben ein Treffen mit dem Hafenmeister von Buenaventura. Sobald wir ankommen, haben wir eine Besprechung in seinem Büro. Dann treffen wir uns mit den Fischern von Buenaventura. Der Hafenmeister von Buenaventura hat beunruhigende Nachrichten für Sandra Besudo. Die Spannungen unter den Fischern haben zugenommen, nachdem einige von ihnen auf frischer Tat ertappt wurden, weil sie trotz Verbot in den Gewässern von Malpelo fischten. Einige Verhaftungen hat Sandra Besudo selbst vorgenommen. In einem Fall stieß sie auf ein Fischerboot, das seine Netze in den Gewässern des Schutzgebiets ausgeworfen hatte. Der Kapitän des Boots behauptete, dass ihn der Wind in die geschützte 6-Meilen-Zone hineingetrieben hätte. Für Sandra Besudo waren die Haie in den Netzen ein schrecklicher, erschütternder Anblick. Der Fischer wurde zu einer harten Strafe verurteilt. Der Forscherin ist bewusst, dass er ihr das niemals verzeiht, wie alle anderen, die beim illegalen Fischen erwischt werden. Bevor sie den Fischern gegenübertritt, trifft sich Sandra Besudo mit dem Hafenmeister. Er kennt die Küstengemeinde ausgezeichnet und kann ihr nützliche Ratschläge geben. Sie müssen verstehen, dass wir den Fischern handfeste Beweise liefern müssen, um sie vom Sinn einer 25-Meilen-Schutzzone um Malpelo zu überzeugen. Die letzten Verhaftungen haben viel Unmut gestiftet und ein paar Leute haben Drohungen gegen sie und die Stiftung ausgesprochen. Es ist extrem wichtig, dass sie ihre Sache klar und verständlich vortragen. Mit ihrem Projekt schränken sie ihre Fanggebiete stark ein. Ich arbeite seit 8 Jahren in diesem Hafen und ich kenne die Fischer. Es ist immer das Gleiche. Sobald es neue Vorschriften gibt, muss man es ihnen erklären. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder. Sie müssen mit ihnen sehr klar und verständlich sprechen. Ja, wir werden das Treffen mit den Fischern organisieren und dann sehen wir. Sandra Besudo ist besorgt. Sie weiß, dass die Fischereiverbände mächtig sind und nur ein Ziel haben, die 25-Meilen-Schutzzone um Malpelo wieder abzuschaffen. Ihre Argumente müssen deshalb mehr als überzeugend sein. Die Forscherin möchte die ansässigen Fischer über nachhaltige Fischfangmethoden informieren. Den Fischern sollen die furchtbaren Konsequenzen bewusst gemacht werden, würden die Haie aus ihren Gewässern verschwinden. Wir wollen das Fischen außerhalb des Schutzgebietes nicht verbieten. Ich esse selbst gern Fisch. Aber es ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten, damit wir diese Ressourcen auch in Zukunft nutzen können. Es ist auch sehr wichtig, dass sie nicht während der Fortpflanzungsperiode fischen. Die Fischer sind unentschlossen. Es muss einen Kompromiss geben. Die Zone ist wichtig. Was wird aus uns? Wir müssen auch weiter fischen dürfen. Einer der Fischer ist besonders uneinsichtig. Sie sagen, dass es bei Malpelo viele Fische gibt. Also möchte ich auch dort fischen können. Aber Signora Sandra behauptet, dass wir nicht das Recht haben, dort zu fischen. Ich möchte, dass sie uns triftige Gründe liefert, warum nicht. Es ist wichtig, dass die Fische einen geschützten Platz haben, um sich fortzupflanzen. Und bei Malpelo können sie das. Die Larven, die im Umkreis von Malpelo abgelegt werden, treiben mit den Meeresströmungen an die Küste.
Dort landen sie in den Mangrovensümpfen, wo sie zu den Fischen heranwachsen, die sie später fischen. Wenn sie verhindern, dass die Fische sich in den Schutzgebieten fortpflanzen, wird es am Ende überhaupt keinen Fisch mehr geben. Im Umkreis von Malpelo ist das Fischen definitiv verboten. Sie müssen das akzeptieren. Das ist langfristig auch in ihrem eigenen Interesse. Ich verstehe nicht, warum sie uns das Fischen bei Malpelo verbieten wollen. Ich verstehe es wirklich nicht. Sandra Besudo klärt die Fischer über die katastrophalen Folgen für die gesamte Fischfangindustrie auf, sollte man die Haie, die an der Spitze der Nahrungskette stehen, verlieren. Die Tierarten, von denen sich Haie ernähren, werden sich daraufhin drastisch vermehren und den Fisch fressen, mit dem die Fischer bisher ihren Lebensunterhalt verdienten. Dann wird nichts mehr da sein, dass sie fischen können. Die Tierarten werden anfangen, das zu fressen, was auch sie essen. Verstehen Sie? Fahren Sie doch mal mit uns raus nach Malpelo. Das würde ich gerne machen. Ja? Klar, warum nicht? Aber nur um zu gucken. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Nicht um zu fischen. Sicher, nur um zu gucken. Ich begleite Sie nur. Nicht um zu fischen, nur zum Gucken. Einige Monate nach dem Treffen löst der Fischer Apollinar sein Versprechen ein. Er begleitet Sandra Besudo auf einer Expedition nach Malpelo. Mit dabei ist auch ein Team von Ornithologen und Biologen. Beatrice Beltran ist eine Planktonspezialistin. Sie hat die Aufgabe, in den Gewässern im Umkreis von Malpelo Larvenproben zu sammeln. Mit diesen Proben kann sie Apollinar die Bewegungen der hier abgelegten Fischeier demonstrieren. Schauen Sie, Apollinar, alle Larven in diesem Behälter wurden von den Netzen gefangen. Das sind die Fischlarven, die mit der Meeresströmung von Malpelo zur Festlandküste treiben. Wissen Sie, zu welchen Fischen diese Eier gehören? Nein, aber im Labor unter einem Mikroskop kann ich es feststellen. Bei Tagesanbruch fährt eine Gruppe Taucher mit dem Schlauchboot zu einem Korallenriff. Sandra Besudo wird die Detektoren einsammeln, die sie während der letzten Expedition um die Insel platziert hatte. Wir fahren nach Nevera und werden die Empfänger einsammeln, die seit dem 4. März dort unten waren. Dann kehren wir zum Schiff zurück, um die Daten von den Haien mit Akustiksendern herunterzuladen. Die Empfänger haben während der 3 Monate Unterwassergesellschaft bekommen. Sie wurden von Krustentieren kolonisiert. Der hier hat 6128 Treffer aufgenommen. Das ist sehr interessant. Die anderen hatten zusammen gerade mal 8115 Treffer. Heute Abend werden wir das alles mal gründlich durchgehen. Während Sandra Besudo und Soler an den Empfängern arbeiten, brechen die Ornithologen zur Insel auf, um eine Kolonie von 40.000 Meeresvögeln zu beobachten. Die Soldaten auf der Insel leben in einem Beobachtungsposten, umgeben von Millionen von Krebsen. Wie die Eidechsen sind sie endemisch und kommen nur auf Malpelo vor.
Wir analysieren gerade alle Informationen, die uns die Empfänger von vier verschiedenen Punkten um die Insel geliefert haben. Dadurch können wir sehen, wie sich die Haie mit Sender bewegt haben. Das ist etwas sehr Interessantes. Man kann sehen, dass eine kleine Gruppe von Haien Nevera in Richtung Riff verlassen hat. Dort blieben sie eine Weile, bevor sie wieder nach Nevera zurückkehrten. Wir können erkennen, dass sie während des Tages hier waren und dann gegen 7 Uhr abends aufbrachen. Wir haben keinerlei Daten, wohin sie während der Nacht geschwommen sind. Aber jeden Morgen kehren sie so gegen 5, 6 Uhr wieder zurück. Sandra Bessudo und ihre Mitarbeiter konnten mit ihren Ergebnissen beweisen, dass der Bogenstirnhammerhai nicht nur weit über die 25-Meilen-Schutzzone hinausschwimmt, sondern sogar tausende Meilen zwischen Malpelo, der Kokosinsel und den Galapagos-Inseln zurücklegt. Am nächsten Morgen wird Apollinar von Sandra Bessudo und Lefebvre für einen Tauchgang vorbereitet. Um nach unten zu tauchen, lassen sie Luft aus der Tarierweste ab. Dann sinken sie tiefer. Falls sie Ohrenschmerzen bekommen, müssen sie einen Druckausgleich machen. Das geht so. Beim Atmen mit dem Regulator ist es wichtig, dass sie ruhig atmen. Sie dürfen niemals hektisch nach Luft schnappen. Das ist die erste Regel beim Tauchen. Sobald wir unter Wasser sind, verständigen wir uns mit Signalen. Das hier bedeutet okay. Und sie antworten genauso. Wenn es nicht okay ist, machen sie mit ihrer Hand dieses Zeichen. Wenn sie Ohrenschmerzen bekommen, geben sie mir ein Zeichen. Wir steigen dann ein wenig höher, um einen Druckausgleich zu machen. Und dann gehen wir wieder runter. Apollinar ist noch nie getaucht. Mit ein paar Anweisungen von Sandra Bessudo hat er sich bald darauf eingestellt. Zum ersten Mal kann er die Fische in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Fische, die sonst nur tot in seinen Netzen hängen. Hat Ihnen der Tauchgang gefallen? Natürlich, es war toll. Da waren so viele verschiedene Fische. Hammerhaie, Schnapper, Barracudas. Einfach fantastisch. Aber die Morene habe ich nicht gemacht. Die hat mir überhaupt nicht gefallen. Sehen Sie, Apollinar, das ist der Ort, an dem sich all diese Fische fortpflanzen. Hier legen sie ihre Eier ab. Und die Larven treiben dann mit den Strömungen aufs Festland. Für mich ist heute ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich wollte schon seit langer Zeit nach Malpelo kommen. Aber nicht, um zu fischen. Nein, natürlich nicht. Sie sollten auch ein paar Schutzgebiete an der Küste einrichten. Zum Beispiel am Golfo de Tortues. Da ist es genauso wie in Malpelo. Auch ein guter Ort für die Fortpflanzung. Gratuliere, Apollinar. Ja, gratuliere zum bestandenen Tauchdiplom.
Apollinar hat die Problemlage verstanden. Wenn er nach Hause zurückkehrt, kann er den anderen Fischern und seinen Kindern berichten, was er vor Malpelo gesehen hat. Apollinar wird bald Sandra Besudos bester Botschafter sein. In Bogotá wird Sandra Besudo ihren Bericht der Marviva-Organisation vorlegen. Die Organisation fungiert als Partner zum Schutz des Meereskorridors. Das sind die Daten von den Satellitensendern, die wir installiert haben. Man sieht das Datum, den Ort, die Koordinaten, Größe und Geschlecht des Tieres und die Person, die es mit dem Sender versehen hat. Hier haben wir die Informationen von Sendern, die sich von den Tieren gelöst und Daten übertragen haben. Diese Daten haben wir vom Argos-Satelliten direkt auf unseren Computer runtergeladen. Wir haben 8 Satellitensender platziert. Sie liefern Daten über den Tag, die Stunde, die Helligkeit und auch die Tiefe. Schau dir das an, Hermann. Siehst du, was wir erreicht haben? Es ist cerca, casi cerca Galápagos. Increíble. Es ist fantastisch. Soeben wurden wir Zeuge, wie sich einer der Sender löste und aufstieg. Das Tolle daran ist, dass die Koordinaten des Senders darauf hinweisen, dass sich der Hai auf die Galapagos-Inseln zubewegt. Sandra Besudo hat es geschafft. Mit den Sendern konnte sie beweisen, dass die 6-Meilen-Zone keinen ausreichenden Schutz gegen den illegalen Fischfang bietet. Die Forschungsergebnisse untermauern eindeutig die Entscheidung, das Schutzgebiet auf 25 Meilen Umkreis zu erweitern. Die kolumbianischen Behörden haben die Ergebnisse von Sandra Besudo anerkannt. Mit Hilfe von Spenden konnte ein Boot umgerüstet werden. In Zukunft wird es der Küstenwache in Malpelo dienen. Damit sollen die illegalen Fischer von den Gewässern ferngehalten werden. Sandra Besudo darf es vor seinem Stapellauf taufen. Alle, die ihre Forschungsarbeit unterstützt haben, sind bei diesem feierlichen Anlass anwesend. Neben den Regierungsvertretern auch Fabio Arjona, der ihr Schiff und die Expeditionen finanzierte. Für mich war das heute ein sehr glücklicher Tag. 4 Institutionen haben uns unterstützt und alles für mein Projekt getan. Wir sind sehr, sehr glücklich. Solange Haifischflossen eine begehrte Delikatesse sind, wird der Kampf gegen den illegalen Fischfang eine schwierige Angelegenheit bleiben. Aber Sandra Besudo ist entschlossen, alles zu tun, um die Haie zu schützen und die Artenvielfalt im östlichen tropischen Pazifik zu bewahren.